Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 7. Juni 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit dem Horoskop für die Pfingsttage und auch wieder Bild in Bild. Schreibt doch mal oder sagt doch mal Bescheid, ob ihr das besser findet mit Bild in Bild oder ohne Bild von mir. Ja, wie sieht's aus jetzt? Heute am Freitag und über die Pfingsttage, denn Montag ist ja schon wieder ein Feiertag. Da fangen wir vielleicht mal mit der Sonne an. Die Sonne, die sich ja hier im Zwilling befindet, jetzt im 17. Grad. Gar nicht mehr so lange hin bis zum Sonnenhöchststand, bis zur Sommersonnenwende. Aber bis dahin vergehen noch einige Tage und die Sonne wird sich jetzt ins Quadrat zu Neptun begeben. Dieser Aspekt ist am Sonntag um 9:30 exakt und am Montagnachmittag dann die Sonne in Opposition zu Jupiter. Das heißt, die Sonne wird jetzt hier zu Pfingsten das Quadrat von Neptun und Jupiter aktivieren. Das bedeutet vor allem, das ist eine vor allem sehr spirituelle oder auch philosophische Konstellation, weil es mit Sonne, Jupiter, Sonne, Neptun ja mehr um die feinstofflichen, die feingeistigen Dinge geht. Das bedeutet vor allem eben auch, dass wir uns Gedanken machen über den tieferen Sinn des Lebens, um die Bedeutung, die hinter allem steht, wobei hier Sonne, Quadrat, Neptun auch eine gewisse Unklarheit mit sich bringen kann. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung wir uns orientieren sollen, beziehungsweise was die richtige Handlungsweise ist. Sonne Neptun fördert eher Aktivitäten, die nach innen gehen, die sich mehr mit Spiritualität, Kreativität, künstlerischen Ambitionen oder sozialem Engagement beschäftigen und weniger damit in der Welt viel zu bewegen. Es kann hier eben aber auch zu Unklarheiten kommen, dass viele Dinge sich vielleicht sozusagen so gestalten, dass wir nicht genau wissen, was sie eigentlich wirklich bedeuten. Sonne Jupiter dann am Montag ist natürlich auch eine sehr energiereiche Stellung, wo auch vielleicht irgendwie der Wunsch darin besteht, große Dinge zu bewegen, hängt aber auch davon ab dann, wie sozusagen sich unser Innenleben gestaltet hat, ob diese großen Dinge sozusagen nicht eine Kompensation sind, weil ich im Inneren nichts bewegen kann, will ich im Außen ganz viel bewegen. Der Mars läuft hier weiterhin im Krebs, läuft hier inzwischen auf den nördlichen Mondknoten zu und allmählich in die Opposition zu Saturn. Die wird allerdings erst nächsten Freitag exakt, da kommt dann noch einiges auf uns zu, da geht es dann eben auch nochmal darum, wirklich klare Entscheidungen zu fällen. Und diese klaren Entscheidungen sind eben auch von diesen Prozessen jetzt zu Pfingsten abhängig. Die Venus, Planet der Liebe und der Werte, befindet sich ja in ihrem eigenen Zeichen, dem Stier, heute im 28. Grad des Stiers. Sie wird das Zeichen wechseln. Sie wird in der Nacht zum Sonntag um 3.38 Uhr vom Stier in den Zwilling wechseln, folgt der Sonne damit nach. Venus im Stier, beziehungsweise Venus im Zwilling hat eine ganz andere Bedeutung als im Stier. Im Zwilling ist die Venus sehr viel beweglicher. Es kommt also vielleicht auch ein bisschen Bewegung in erstarrte Beziehungsstrukturen. Vielleicht kommt auch ein bisschen Bewegung in unsere Anschauung, was Beziehung, Liebe, Werte anbelangt. Venus im Stier ist ja sehr wertekonservativ, im Zwilling viel beweglicher. Das bedeutet auch, es kann hier Bewegung auch beispielsweise in die Aktienkurse kommen. Oder eben auch wird Kommunikation und Austausch viel, viel wichtiger. Allerdings vermindert sich so ein bisschen dann auch das sinnliche Bedürfnis, was mit Venus im Stier ja sehr, sehr groß ist. Also hier ein Übergang auch, was allerdings auch eine gewisse Verwirrung wiederum auch mit sich bringen kann, was eben auch unsere Beziehung anbelangt. Also mit dem Sonne-Neptun-Quadrat und der Venus im Übergang vom Stier im Zwilling müssen wir vorsichtig sein, dass wir sozusagen wirklich diese Entwicklung abwarten, bevor wir meinen, dass sich hier irgendetwas sehr klar
zeigt gerade in den eben angesprochenen Bereichen. Und Merkur, der der Sonne ja vorausläuft und im Juni noch rückläufig werden wird, Merkur macht heute interessante Aspekte. Heute am Freitag steht er im Sextil zu Uranus und kurz vor Mitternacht im Quadrat zu Chiron. Das bedeutet hier auch, die Kommunikation ist wichtig. In der Kommunikation müssen wir aufpassen. Es kann zu schmerzhaften Berührungen kommen. Es kann sein, dass uns alte Wunden und Verletzungen bewusst werden, dass diese nochmal angerührt werden durch den Merkur, also durchs Denken oder durch die Kommunikation. Was auch bedeuten kann, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht andere Menschen bewusst verletzen. Also ein bisschen achtsam bei dem, was wir beispielsweise auch in die sozialen Medien posten, was wir da über Nachrichten weitergeben, wie wir mit anderen Leuten kommunizieren. Manchmal ist es vielleicht auch besser, nicht direkt zu reagieren, sondern erstmal bewusst zu atmen und sich darüber klar zu werden, was ich eigentlich wirklich sagen möchte. Zu guter Letzt dann der Mond, der heute am Freitag im Löwen steht, hier sich kraftvoll äußern will. Die Gefühle wollen also aus der Introvertiertheit nach draußen. Sie wollen gezeigt werden, sie wollen gelebt werden. Mit Mond im Löwen ist oft eine starke Lebensfreude oder Lebenslust, könnte man auch sagen, verbunden. Wir möchten gerne, dass diese Tage etwas Besonderes sind für uns. Wir möchten besondere Gefühle erleben. Wir möchten besonders gewertschätzt und anerkannt werden. Auch hier gilt wieder der Umkehrschluss. Das, was wir für uns wünschen, bekommen wir am ehesten, wenn wir es anderen geben. Also können wir vielleicht auch Anerkennung und Zuneigung vielleicht auch einmal direkter und klarer äußern. Der Mond wechselt dann am Sonnabend kurz vor Mitternacht um 23.46 Uhr vom Löwen in die Jungfrau. Das bedeutet irgendwie, zum Sonntag hin wird die Grundenergie etwas ernster mit Mond in der Jungfrau. Gilt es darum, ein wenig die Scherben aufzukehren und eine gewisse Struktur und Alltagstauglichkeit anzustreben. Und der Mond ist dann übers Pfingstwochenende Sonntag und Montag in der Jungfrau und wechselt dann in der Nacht zum Dienstag in die Waage. Der Dienstag, also nach Pfingsten, dann mit Mond in der Waage, sehr viel du-bezogener, was natürlich auch interessant ist, weil dann auch Venus im Luftzeichen ist. Also wird die Kommunikation nach Pfingsten auch im Beziehungsbereich vielleicht etwas ganz anders laufen. Sonntag und Montag mit dem Mond in der Jungfrau, dann eher eine gewisse Bezug auf die Alltagstauglichkeit. Vielleicht ist uns dann auch unsere Gesundheit, unsere Ernährung sehr, sehr wichtig. Oder wir versuchen irgendwie auch eine gewisse Ordnung in unser Leben wieder zu bringen. Also einiges los astrologisch zu Pfingsten. Ich wünsche uns allen und allen, die meine Videos hören und sehen, schöne Pfingsttage. Und freue mich, wenn wir uns dann am Dienstag zum Tageshoroskop wiedersehen. Bis dahin alles Liebe und tschüss.